Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware-Add-on Berlin, Pankow Nord und fahren heute die Linie 158. Hier wieder vom S-Bahn-Bahnhof Buch nach Alt-Blankenburg. Und das Ganze machen wir, wie angekündigt oder in der Vorschau schon gezeigt, mit dem C2 aus dem BRT Add-on. Und das gute Stück hat einen Euro 6 Motor im Heck und daran angeschnallt ein Automatikschaltgestriebe von Voith. Ja, warum machen wir dieselbe Strecke noch einmal wie die 150? Tja, die Frage kann ich euch nicht wirklich beantworten. Ich gehe mal davon aus, die 158 fährt nach Alt-Blankenburg dann einen anderen Linienweg weiter als die 150. Ja, das ist die einzige Erklärung. Und deswegen auch jetzt der Hinweis, wer also quasi sich die Strecke nicht nochmal angucken will, weil er das vorhergehende Video schon gesehen hat, dann muss ich euch vertrösten aufs nächste Video. Weil ich fahre zwar jetzt die 158 einmal hin und wieder zurück, also sprich derselbe Linienweg wie in die vorhergehenden zwei Videos. Aber danach werde ich mit diesem Bus dann auch nochmal eine andere Strecke fahren. Also dann, wie gesagt, entweder ihr bleibt dran und guckt es euch trotzdem an. Oder aber ich muss euch vertrösten auf dann das nächste Video. So, nichtsdestotrotz schwingen wir uns jetzt trotzdem in das gute Stück. Ja, geschildert habe ich schon und dann machen wir nochmal an. Und dann machen wir noch die Pfeile an. Und dann würde ich mal sagen, ziehen wir vor. Abfahrt ist 10.52 Uhr. So, und wie ihr seht, habe ich mir natürlich die Sitzposition und die Spiegeln noch nicht. Die Sitzposition auf jeden Fall angepasst. Die Spiegeln noch nicht ganz. Ich finde, der linke Spiegel, da müsste man nochmal was machen. Am rechten Spiegel, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, da drüben wird es rot. Dürften wir gleich fahren dürfen. Ja, gute Stage. Dankeschön. So, wir gucken trotzdem mal. Die warten. Sehr schön. So, nun hoffe ich, dass ich nicht so viele Leute stehen lassen muss, weil ich ja bloß mit einem Solo komme. Aber vielleicht ist auch um die Uhrzeit nicht mehr ganz so viel los, dass sich der Solo dann doch mal rechnet. Ein Kind, das sehe ich. So, Kind. Wo haben wir sie denn? Ermäßigt haben wir hier 1,90. Bitteschön. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke haben. Kurzstrecke ist hier, kostet 2 Euro. Dankeschön. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich gar keine Zeit mehr, weil die Zeit nämlich gerade abläuft, wie ich sehe. Dann Türe zu und dann düsen wir einfach mal los in der Hoffnung, die Ansagen funktionieren. Das habe ich noch gar nicht überprüft. Na, wir warten mal hier. Der Bagger scheint mir etwas auszuschwenken. Nicht, dass wir da dran hängen bleiben. Noch mehr Fahrradfahrer? Nein. So, jetzt kann ich ein wenig an der ausschwenken und vorbeiziehen. Ach, und die schwarzen Texturen haben wir auch schon gekriegt. Gut, okay, da müssen wir jetzt durchziehen. So, jetzt schaue ich mal, ob das hier klappt. Auf jeden Fall zeigt es auf der Kasse schon mal anders an. Ach, kann das sein, dass das hier wieder so ein bisschen problematisch ist mit den Ansagen?
dass die nicht alle funktionieren, weil das nicht ganz so klappt, wie sich das der Bus gerne vorstellt. So, na dann fahren wir so, ohne Ansagen. Guten Morgen. Hallo. Ne, guten Tag. Guten Eine Morgen. Einzelfahrt. Einzelfahrt. Das sind 3 Euro, bitte. Und einen zurück. Weiter geht's. Also Ansagen funktionieren, Haltewunsch habe ich auch gehört. Was war denn das jetzt? Hoppala! So, erstmal anhalten. Jetzt muss ich echt mal gucken, was da war. Ich sehe nix. Ich sehe echt nix. Gut. Na, schauen wir mal. Einzelfahrtschüler, du bist kein Schüler mehr. 3 Euro bitte. Danke. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Tageskarte haben wir hier unten, die kostet 9. Danke. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. So, dann machen wir mal zu. Da werde ich mal sagen, wir fahren mal ein klein zurück. Durch die Fehlermeldung bin ich ein wenig zu weit nach vorn. So, jetzt kommen wir aber raus. Nö, das war noch grün. Gerade so, ich weiß. Karower Chaussee. Sollten wir vielleicht doch nicht ganz so zeitig einlenken. Möglicherweise war ich einfach nur zu zeitig vorhin. So, dann bitteschön. Guten Tag. Guten Tag. Kurzstrecke. Kurzstrecke. 1,50. Da habe ich was Falsches erwischt. Ich wollte eigentlich ja, Moment. Die hier wollten wir haben. Genau. Hallo? 2. Dankeschön. Bitteschön. Eine Busfahrt bitte, guter Mann. Dann 3 Euro. Bitteschön. Eine Tageskarte bitte. Manfred, 9 Euro bitte. Du kriegst ist das schön. 50. Sind ein Bandit hier, oder was? Ja, die müssen auch raus aus der Kasse. So.
Da ist aber niemand. Dann fahren wir gleich durch. Bucher Chaussee, Achillesstraße. So, und ich habe auch mal bei den NLNGs mal die Berlin X10 Repaints reingeschrieben, dass die nicht mehr in diesem Standard Beige rumfahren. Vielleicht sehen wir sogar noch einen E-Bus, auch da habe ich Repaints reingeladen und in die AI-List eingetragen, dass die nicht mehr in dem Standard Grau rumfahren müssen. Fand ich ein bisschen arg langweilig. Läuft nicht so weit vor, ich halte nicht so weit vor. Ich halte hier. So. Guten Tag. Hallo. Ein Erwachsener. Hallo. Sag doch mal, Leute, gibt's keine Fahrkartenautomaten? 3 Euro bitte. Sieht so aus wie eine Wechselstube. Ja. Also, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen bitte Tag schön, heißt. Bitte schön, danke. Schon. Eine Tageskarte heißt es dann. So, wie sieht es denn fahrgasttechnisch aus hier hinten? Naja, es fühlt sich. Alcaro, Straße 74. Haben wir irgendwo eine Anzeige? Ach, wir liegen gut im Plan. So, ab hier dürfen wir wieder schneller. Guten Tag. Alt Caro. Guten Tag. Ich möchte gern ein normales Einzelticket haben. Dann hätte ich gern bitte normale 3 Euro. Danke. Bitte schön. Ein Ticket bitte. Für den ganzen Tag direkt. Na, was denn nu? Dann sagt man das gleich. Es kostet nämlich 9. So, gibt's 2,50 dafür zurück. Eine Busfahrt bitte, guter Mann. 3 Euro. Bitte schön. Ja, ist ja wieder. Bekomme ich ja gar nicht mit. So, dann gucken wir doch mal auf das Haltestellenschild, was es sagt. Aha, die 150 fährt dann weiter zur U-Osloer Straße und die 158 zum Prenzlauer Berg Michelangelo Straße. Okay, das erklärt dann vielleicht auch den gemeinsamen Linienweg hier. Hallo Kollege, der sich dann nach Altblankenburg aufspaltet.
Guten Tag. Hallo. Eine Kinderkurzstrecke, bitte. Kinderkurzstrecke. Die kostet 1,50. Und dann kriegst du so einen großen Schein von der Mutti. Bitteschön. Beutener Straße. Hatte ich das nicht schon im anderen Video so erwischt? Wieder das Bushäuschen. Da war ich doch gar nicht so knäpplich dran. Aber ihr seht's, es wippt und ich stehe eigentlich ganz normal an der... Naja, was soll's, dann ist es so. Ich kann's nicht ändern. Ach siehst du, ich wollte mal nachgucken, ob das hier wirklich so kahl ist. Aber wieder vergessen. Blankenburger Chaussee, Straße 45. Ein Kollege mit einem DL. Und nochmal ein NG. Hallo. Guten Tag. Hi. Ein Ticket für den ganzen Tag, bitte. Das sind 9 Euro. Danke sehr. Bitteschön. Guten Tag. Moin. Einmal Schüler, bitte. Du bist kein Schüler mehr. Du bezahlst voll der 3 Euro, bitte. Bitteschön. Eine Busfahrt, bitte, guter Mann. Ich danke Ihnen, guter Mann. Bitte.
Guten Tag. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Meine Fresse. Verkaufe ich heute viele Fahrkarten hier. Dankeschön. Kurzstrecke für Schüler, bitte. 1,50. Halt, das war die falsche. Kurzstrecke wollte ich hier drücken. 1,50. Da und da. Bitteschön. Der Kollege rauscht an uns direkt vorbei und die Autos auch. Das halten wir mal noch aus. So, dann ist Platz. Oha, da vorne haben wir ein kleines Problem, sehe ich gerade. So, der ist gerade weg. Müssen wir uns mal. Ne, da beeilen wir uns nicht. Da warten wir nochmal, bis er umgedreht hat. Jawohl, so und jetzt schnell. Und vor uns da reinrammelt. Ich hab's geahnt. Da komme ich wenigstens heile an mein Ziel. Ja. Man nur belogen, beschissen und betrogen. Nee, alles gut. Wir sind angekommen. Das passiert. Darauf hat auch der Kartenersteller hingewiesen, dass doch nicht alles so funktioniert, wie es soll. So, bitteschön. Da sollte aber auch noch ein Fahrplan kommen. Da kommt er. 9 Sekunden sind wir zu spät. Ja, der Unfall jetzt zum Schluss ließ sich einfach nicht vermeiden. Tja, ist ein bisschen schade, aber es ließ sich nicht vermeiden. So, da sind wir auch in Alt-Blankenburg angekommen. Zack, machen wir noch die Türen zu und die Pfeile aus. Zack. Jo. Ich bleib mal so stehen, ansonsten sehen wir den Kollegen da hinten nochmal hin und her wirschen. Ja, das war jetzt die Hintour der Linie 158 vom S-Bahnhof Buch hierher zum zu Alt-Blankenburg und das Ganze natürlich mit einem C2 aus dem BRD Add-on. Ich hoffe, es hat dennoch gefallen, auch wenn es nicht ganz so schön und naja, es war ein bisschen holprig, finde ich. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.